Hole die, hole die, hole da, hole da. Nein, nein, wenn du Gott hilfst. Gott hilft Fischer. So, Gott hilft, das hatten wir ein bisschen anders abgesprochen. Gott hilft Fischer, meine Damen und Herren. Eigentlich hatten wir gesagt, er soll sagen, hallo, hier ist Gott hilft Fischer. Und dann müssen wir noch vorstellen, Esther Müller, schön, dass du auch bei uns bist. Du bist Dankeschön. Seine Managerin und singst ja. in seinen... Achso, ich muss wieder reinsprechen. Und singst in seinen Chören. Seit über 70 Jahren leitest du Chöre und hast das nie gelernt. Du hast dir das alles autodidaktisch beigebracht, ne? Weil da kann man wenigstens lügen. Aber wie kommt es? Also heutzutage musst du ja ein Studium, eine Ausbildung, Berufserfahrung und du bist einfach losgestartet. Wie erklärst du dir deinen Erfolg? Wieso hat das funktioniert? Bei ganz, ganz großen und unerreichbaren Menschen, die sind am leichtesten. Die haben endlich einen normalen Menschen an der Hand. Sie brauchen nicht lügen, sie wissen genau, der Gott hilft unterwegs, da gibt es schöne Sache. Esther, du begleitest ihn ja jetzt schon auch seit 45 Jahren, ne? Wie würdest du sagen, was ist die Faszination, die von ihm ausgeht? Warum funktioniert das? Schwierige Frage. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Frag die Frauenwelt. Es ist einfach, du hast einfach das Charisma und das Talent und begeisterst ihn. Ich atme mit den Menschen, mit denen ich gerade singe und so weiter. Und ich weiß schon, was sie mich fragen, da kann ich gleich weiterhauen. Und wenn einer böse ist, Böses will, den lobe ich so lange, bis er merkt, dass er dumm ist. Sehr schön. Gott hilf. Wir reden gleich weiter, schalten ganz kurz in meinen ersten Beitrag. Jetzt darfst du mit mir in die Kamera gucken und sind gleich wieder da. Ja, ein Schöner ist immer dabei. Ja, auch wenn es nicht so aussieht, wir sind mitten im Herzen von Stuttgart. Diese grüne Oase liegt ganz versteckt, heißt städtisches Lapidarium. Und wenn es nach Emma von Bergenspitz geht, ist das hier ein Glücksort. Emma von Bergenspitz werde ich Ihnen gleich noch vorstellen. Die hat nämlich heute geladen zu ihrer Buch-Release-Party. Da unten warten schon die Gäste. Sie hält gleich eine kleine Rede, dann können Sie sie schon mal sehen. Und sie hat uns Glücksorte aus Stuttgart in einem tollen Buch zusammengefasst. Darum wird es gehen. Und jetzt ab in die Menge. So, das ist die liebe Emma. Hallo Emma. Hallo, hi. Ich habe schon erzählt, um was es geht. Du musst natürlich gleich deine unzähligen Gäste begrüßen. Hast du damit gerechnet, dass so viele Leute kommen? Nein, nein. Ich habe gedacht, es sagen auch welche ab. Es hat keiner abgesagt, weil das Wetter ist ja nicht so und es ist auch nicht so warm wie gestern. Aber jetzt sind alle da. Wahrscheinlich liegt es am Essen und an den Getränken. So, Emma, die Gäste sind begrüßt, jetzt geht's ans Signieren. Wir müssen ja mal dein Buch in die Kamera halten, das haben wir ja nämlich noch gar nicht getan. Das ist es. Genau. Du kommst aus Thüringen. Wie kann es sein, dass du Glücksorte in Stuttgart rausfindest? Ich weiß auch nicht so genau, wie die drauf kamen. Wahrscheinlich, nein, die sind über meinen Blog. Stuttgart Diary ist der Verlag auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und haben gesagt, sie finden es schön, wie ich schreibe und so. Und dann war die Thüringerin drin. Und es ist ein Reiseführer. Warum hat es das nochmal gebraucht für Stuttgart? Weil der Reiseführer, wie es hier schon steht, glücklich macht. Also ich hoffe, dass die Leute eine Idee kriegen. Eigentlich sollte es ja so sein, dass sie das lesen und sagen, ey, ich mache mich mal wieder auf. Ob jetzt mit den Orten oder mit eigenen Orten. Ja, einfach mal wieder raus aus der Komfortzone, rausgehen und einfach was erleben. Und ich frage mal deine Buchkäuferin, warum dieses Buch? Warum haben sie sich das geholt? Zum einen, weil ich Emma kenne, und ich weiß, dass wenn der Tipps von ihr drinstehen, dass das was Tolles sein muss. Und dann war ich neugierig und ich dachte, dann sehe ich vielleicht auch mal Seiten von Stuttgart, die ich noch nicht kenne. Okay, das ist eine sehr gute Idee. Und wir hören uns mal jetzt noch um, was es denn noch so für Glücksorte gibt, die vielleicht nicht im Buch von Emma sind. Oh ja, bitte, sag mir Bescheid. Das ist der Ochsen in Ulbach. Ich bin Gastwirt in Stuttgart und das ist für mich ein authentisches, echtes schwäbisches Wirtshaus, so wie es sein sollte. Meine Couch zu Hause, genau. Burg in Esslingen? Meine ist immer ganz tief in meinem Herzen. Schön. Ja. Das, so schön kann das aber auch nur eine Frau sagen. Da, wo ich bin, ist mein Glücksort. Dieses Eiscafé Pinguin ist eigentlich so mein Glücksort, wo man direkt über Stuttgart schauen kann, holt man sich eine Kugel Eis, geht über die Straße rüber und dann setzt man sich auf die Bank und guckt einfach über Stuttgart. So, liebe Emma, ich bin immer noch hier. Du bist immer noch hier? Ja, und ich bin noch hier, genau. Ja, ich habe mich gerade noch nach ein paar Glücksorten umgehört. Ja, also es wird ein zweites Buch, kannst du an den Start bringen. Okay, alles klar. Also dann mache ich das. Ja, mal sehen. Also
bin ich gespannt. Abschließende Frage, du musst ja noch ein bisschen, die Schlange ist noch lange, noch ein bisschen signieren. Ach, die kennen mich alle, die wissen, es dauert bei mir immer ein bisschen. Ja. Wie glücklich bist du heute Abend? Ich bin happy, ich trinke da noch ein Sektchen und dann setze ich mich irgendwo hin und... Sehr ja. schön. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß, Emma, noch viel Spaß beim Signieren. Und ich würde sagen, Sie kaufen das Buch Glücksorte in Stuttgart und werden damit auch noch ein Stück glücklicher. Auf jeden Fall. Und wir sind zurück mit Gotthilf Fischer und seine Managerin Esther Müller ist auch bei uns. Gotthilf, wir müssen das mal erklären. Du bist 91 Jahre und du hast mir tatsächlich das Du angeboten. Ich habe mich da so ein bisschen gesträubt, aber das finde ich Ehrensache. Du, du bist mehr Du. Warum bist du so unkompliziert? Warum sagst du in einem hohen Alter... Das Weil das Leben so verdammt kurz ist. Bis man merkt, ist man ein alter Mann. Hast du jemals damit gerechnet, dass du die 91 und noch viel, viel älter wahrscheinlich wirst? Nein, ich will 100 werden. Wenn er sagt, Esther, er möchte 100 werden und so wie ich ihn jetzt erlebe, gibt es dann wahrscheinlich ein Riesenfest. Da musst du natürlich viel machen, oder? Er lädt seit 20 Jahren schon zum 100. Geburtstag ein. Ich weiß nicht, was da alles auf uns zukommt. Hast du schon Gästeliste geschrieben? Nee. Gotthilf, wir quatschen gleich weiter. Gehen ganz kurz in die Werbung. Ja, hoffentlich bleibt da noch was. Bis gleich. Wir sind zurück mit Gotthilf Fischer und Gotthilf, ich möchte dir einfach ein Kompliment machen. Ich finde das sehr beeindruckend, dass du, und ich möchte es einfach nochmal sagen, mit 91 Jahren hier stehst und einfach so mit mir redest. Du bist eine lebende Legende. Das ist wirklich sehr beeindruckend für mich. Das muss ich sagen. Du musst was bieten können, wenn du jung bist und so. Du hast sofort so viel Neider, nur weil du gut aussiehst. Daran musst du dich gewöhnen. Und wir können das ja mal kurz verraten. Eben als die Kamera aus war, haben wir über dein volles Haar gesprochen. Du hast mit 91 wirklich noch so Haare wie manch anderer vielleicht mit 18 schon nicht mehr. Ne? Wieso funktioniert das so gut bei dir? Ja, ich habe aber immer gute Freundin gehabt, die die Haare eingesetzt hat. Sehr schön. Gotthilf, ich lache lieber mit dir als singen, weil singen würde ich mich jetzt nicht trauen. Du sagst aber, singen kann jeder. Ne? Das ja, hat jeder gegeben. Das wie halt. Ne? Ja. Aber ist es nicht letztendlich egal? Hauptsache man singt zusammen? Nein, das ist die Große. Und diejenigen, die musikalisch sind, sollen kurz danken. Esther, du singst ja auch seit, glaube ich, 45 Jahren in seinen Chören. Wie ist das, unter Gotthilf zu singen? Toll, wirklich toll. Aber was ist das Tolle? Ja, das kann ich bestätigen. Sein Know-how und wie er es macht, wie er dirigiert. Es ist einfach was Besonderes. Ja, es ist was Besonderes und es macht sehr, sehr viel Freude. Gotthilf, wenn du dir... was wünschen dürftest, so für die Zukunft, außer dass du 100 wirst, das habe ich schon verstanden, dass wir uns dann hier nochmal treffen. Was ist das sonst noch? Ich habe eben Pech gehabt, weil ich nicht früher nach dir geschaut habe. Liebes Lieschen. So, ich muss mal kurz fächern, Gotthilf. Wir geben ab in meinen ersten, nächsten Beitrag. Jetzt bin ich ganz durcheinander und wir sehen uns gleich wieder, du liebes Lieschen. Hallo, ich bin Imke Valentin. Wir sind hier in der Galerie Valentin in Stuttgart am Bubenwart. Und diese Galerie gibt es schon sehr lange und seit vielen Jahren auch schon in diesem wunderschönen Haus, am Juwel, am Bonatzhaus. Und wir zeigen im Moment in diesem wunderschönen Haus, das wir hier haben, eine Ausstellung zu Anna Engerfurth, die sich mit der Stadt Stuttgart befasst. Die Ausstellung schauen wir uns jetzt mal an. Ja, die Künstlerin hat also, wie ich vorher schon sagte, sich mit Stuttgart beschäftigt und hat die 23 Stuttgarter Stadtbezirke interpretiert, ist das falsche Wort, aber sie hat daran gearbeitet. Sie hat sie mal geografisch gegriffen, mal historisch, mal kartografisch, mal emotional und immer ist es ein anderes Bild. Wir haben zum Beispiel hier Bad Cannstatt und das ist mit Tusche gemalt und da hat sie für jeden Bewohner ein Pünktchen gemacht. Sie hat die tatsächlich gezählt. Dann haben wir zum Beispiel hier unten haben wir Stuttgart-Mühlhausen. Das ist eine Darstellung aus der Veitskapelle. Die Veitskapelle ist die älteste Kirche Baden-Württembergs und da hat sie hier den Stadtbezirk farblich angedeutet und die Stadtteile noch in anderen Farben. Aber die Bemalung kommt aus dieser mittelalterlichen Veitskapelle. Das Stuttgart-Zuffenhausen als Stadtbezirk hier farblich dargestellt, viel Stau hat, kann man an diesem Bild erkennen. Stuttgart-Süd ist sehr
vielseitig, sehr bunt, sehr demografisch, sehr vielfältig. Und einen Schritt weiter haben wir Stuttgart Ost. Das ist, da sind die Feinstaubschwaden, die für das Stuttgart Ost eben bekannt ist, sind da deutlich zu sehen. Das sind alles von der Technik her, alles feine Striche. Und das ist auch eine grafisch sehr interessante Arbeit, das ist der Westen. Und wenn man da genau drauf guckt, dann sieht man, dass der immer der Stadtteil ganz fein ausgeschrieben ist. Also hier sieht man Krärwald und Hasenberg und Vogelsang und Hölderlinplatz und Rosenberg. Das sind die einzelnen Stadtteile dieses Stadtbezirks West. Ja, und das ist die letzte Werkgruppe, die ich Ihnen zeigen möchte von der Ausstellung. Das sind Collagen, Collagen aus den 60er und 70er Jahren aus Büchern herausgeschnitten. Die sind also echt geschnitten, sind nicht mit dem Computer verändert. Sie nimmt da Elemente, die sie zusammenfügt, und die haben eine humorvolle und eine politische Note. Hier hat sie zum Beispiel die Stuttgarter Oper und direkt davor ein Schwimmbad. Und auch hier ist der österreichische Platz, und daraus hat sie ein Schwimmbad gemacht. Das sind vielleicht Vorschläge an die Stadtverwaltung, wie man diese Orte bürgerfreundlicher gestalten könnte. Es sind aber auch Hinweise darauf, was passieren kann, wenn diese Gruben, die in Stuttgart gegraben werden im Moment, sich versehentlich mit Wasser füllen. Und dann haben wir hier noch den österreichischen Platz mit dem Rathaus mittendrin reingeschnitten. Dieses Bild ist ein Hinweis vielleicht an die Stadtverwaltung, die entscheidet über die Straßenführung in Stuttgart, wie es denn wäre, wenn man direkt an so einem dicht befahrenen Ort seine Büros hätte. Ja, das war jetzt nur ein kurzer Ausschnitt von der Ausstellung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie kommen würden und sich die Ausstellung anschauen. Sie geht bis 13. Juli. Wir sind am Ende mit Gotthilf Fischer und Esther Müller. Vielen Dank, dass ihr in meiner Sendung wart. Und Gotthilf, normalerweise endet meine Sendung immer mit zwei Veranstaltungstipps. Da du aber das Privileg des ältesten Gastes in meiner Sendung hast, darfst du jetzt diese Sendung beenden, wie auch immer du möchtest. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich würde so gern mit dir reden und lachen. Und das müsste Monate halten, dann wäre es ein großer Sieg für mich. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.